Hallo meine Lieben, ganz komisch, ja, die Kamera wieder in der Hand zu halten, weil ich schon lange nicht mehr gevloggt habe. Es ist irgendwie einfach ein bisschen komisch, fühlt sich wirklich immer komisch an, aber ich glaube, ich komme wieder rein. Erstmals herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder da seid und jetzt gerade eben eingeschaltet habt. Ich werde euch das Wochenende so ein bisschen mitnehmen. Ja, ihr wisst das, oder vielleicht habt ihr das nicht so mitbekommen, aber ich bin ja so ein bisschen inaktiv hier auf YouTube, das möchte ich natürlich ändern. Und warum es so ist, warum ich hier ein bisschen inaktiver ist, das wissen die Leute, die eventuell die Videos davor schon gesehen haben oder mir auch auf Instagram folgen, macht das bitte gerne. Ich blende euch hier meinen Namen ein, also folgt mir auf Instagram, falls ihr das noch nicht bisher getan habt. Dort bin ich nämlich auf jeden Fall aktiver in den Stories und könnt dort so ein bisschen den Alltag mehr miterleben. Denn seit ein Jahr und zwei Monate, oder sind schon drei? Ja, drei. Ein Jahr und drei Monate bin ich ja jetzt Fulltime-Networkerin. Also ich mache ja hauptsächlich Network-Marketing mit der Marke Chogan. Die ganzen Parfums, die ganzen Luxus-Haut Pflegeserien, die super tollen Putzmittel. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ja, seit einem Jahr und drei Monate bin ich Chogan-Beraterin und das auch sehr erfolgreich. Bin da natürlich mitunter sehr, sehr stolz auf mein Team, also die Menschen, die in meinem Team sind, die Menschen, die sich quasi von mir begleiten lassen haben wollen, die in mein Team eingestiegen sind. In mein Team klingt immer so komisch, denn eigentlich arbeitet ja jeder für sich, so mal ganz kurz erklärt. Aber halt Leute, die selbst gesagt haben, ich will mehr vom Leben, ich will mehr Geld verdienen, ich will raus aus dem Hamsterrad. Über 40 Stunden Woche ist nichts für mich. Ich möchte lieber gerne mit meinen Kindern zu Hause sein. Oder. Es gibt viele, viele Gründe, warum Leute sagen, ja, ich möchte auch mit Chogan mein Geld verdienen. Die informieren sich dann bei mir und ich zeige ihnen, wie das geht. Wenn du das auch möchtest, also wenn du sagst, hey, das hat mich jetzt angesprochen, ich möchte auch ein bisschen mehr Geld verdienen oder ich möchte auch raus aus diesem Beruf, den ich gerade mache, der macht mich gerade jetzt nicht so happy oder ich erwarte mir mehr von meinem Leben, ich möchte dort leben, wo andere Urlaub machen, etc. Alles, was du dir für dich wünschst, was deine Vorstellungen sind, ich kann dir natürlich zeigen, wie das geht, wenn du das möchtest. Dazu bitte ich dich einfach mal in die Infobox. Die Infobox ist unten, da stehen immer so ein paar Informationen zum Video. Einfach dort auf den Link zu der Webseite gehen. Also dort steht Chogan Partner werden. Da werde ich euch das Ganze verlinken. Da könnt ihr reinklicken, euch ein bisschen durchlesen und falls euch die Infos auf jeden Fall zusagen, könnt ihr euch einen Termin mit mir buchen, wo wir telefonieren, wo ich euch das Business erkläre. Entweder ich oder mein Mann, wir teilen uns das ja immer sehr gut auf. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, viel gelabert. Also, wer Interesse hat, kann sich natürlich gerne melden in der Infobox und ich blende euch auch hier die Webseite ein. Und jetzt muss ich noch Koffer packen. Es ist 13.50 Uhr und der Papa hat gesagt, um 14.30 Uhr spätestens möchte er fahren. Ja, ich habe jetzt 40 Minuten zu packen und ich habe noch gar nichts gepackt. Also ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Der Pief kommt natürlich nicht mit, aber ich habe schon mal ein bisschen was aus dem Schrank geschmissen, meine Tasche ausgeleert. Ja, wie ihr seht, ich bin da gerade noch am Vorbereiten. Also ich zeige euch mal, was ich alles mitnehme. Pflegeartikel, Kosmetikartikel, Shampoo und Bodylotion. Ich bin ja mit meiner Marina dort und wir haben uns das aufgeteilt. Sie nimmt Duschgel mit, dafür nehme ich Shampoo mit, weil sonst haben wir alles doppelt und wir teilen uns ja ins Zimmer. Dementsprechend habe ich das mit, sie hat die anderen Sachen mit. Die kann ich euch natürlich nicht zeigen. Ja, Zahnpflege, zum Style, mein Dyson mit den Köpfen, also mit diesen zwei Köpfen sind meine Liebsten. Auch meinen GHD Glätteisen. Diese ganzen Sachen übrigens, die ganzen elektrischen Geräte, die ich immer nutze und liebe, werde ich euch in meinem Amazon-Shop verlinken. Könnt ihr euch gerne auf jeden Fall auch anschauen. Natürlich darf Chogan Puffer nicht fehlen. Ich habe diese zwei mit, die Marina hat die anderen mit. Wir teilen uns das gut auf. Gut, dann habe ich hier natürlich Klamotten. Ich habe aber noch nicht alles. Ich habe mir gestern noch so ein paar Basic-Shirts geholt beim H&M, weil ich stehe einfach auf Basic-Shirts. Ich habe auch heute eins an. Ich habe immer so weiß darunter, weiß oder schwarz, immer was passt. Mein Schrank steht noch offen. Ja, ich habe hier so kurze Hosen, Jeans, schwarze Hose und dann so lockere Hosen. Die sind von Tom Taylor, diese zwei. Ich werde immer nach denen gefragt, woher ich die habe. Das sind so ganz weitbündige Hosen und die schauen wirklich sehr cool aus. Habe ich auf jeden Fall von Amazon bestellt, sind auch von der Marke Tom Taylor. Sind auch in meinem Amazon-Shop verlinkt. Ja, hier habe ich mir gestern eine kleine Tasche gekauft. Mir war wichtig, dass mein Handy reinpasst. Und mein Handy passt gerade so rein und vielleicht eine Lippenpflege. Die habe ich bei Sarah gekauft, 25 Euro. Mein neues Montblanc Notizbuch, ich liebe das. Ich sag's euch, seitdem ich mit so einem Notizbuch arbeite, erstens schreibe ich das voll. Also das ist schon so mein zweites, ich sage immer mein altes. Schon voll voll geschrieben. Ja, beim Sarah habe ich mir gestern ein echt cooles Jackett geholt. Das schaut so schön aus, so sommerlich. Und das habe ich mir auf jeden Fall gestern gekauft, 50 Euro. Und passend dazu auch ein Cappy, und zwar dieses hier. Oh mein Gott, das ist nicht nice. Das ist so ein New York Yankees Cappy und das ist so, ja, leinenmäßig. Und das schaut ja urnice aus dazu. Und Schuhe habe ich mir auch geholt. Einmal diese hier und diese geilen. Die hat einfach gefühlt jeder und die habe ich mir auch gekauft. Die sind mega schön. Und Sneaker natürlich nehme ich mir auch mit. Aber ich würde mal sagen, ich fange mal jetzt an, dieses Chaos alles hier da rein zu stopfen, in meine Tasche zu stopfen und mich mal ready zu machen.
fertig. Mein Mann muss mir jetzt helfen. Ah, das muss man noch zumachen, Schatzi. Aha. Ich komme jetzt nicht um den Kopf. Ich habe noch gar nicht Check-in gemacht, das muss ich dann von unterwegs machen. Perfekt. Ja, so. Muss ihn wiegen, oder? Die Waage ist hier. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wie denn das? Hast du ab, oder was? 3 Tage. Hallo, Donnerstag? Also okay, heute Abend, wurscht. Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, okay, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, aber I'm sorry. So, Ich glaube 18. Na, das sicher mehr. Scheiße, was mache ich da? Muss alles ansehen. Okay, ich wiege nicht. 82,2. Okay, jetzt mit Koffer. Fuck, ich habe schon richtig Angst. Hat der mehr als 18 Kilo? Wir werden gerade sehen. 140, oder? 103,4. Leute, wir haben es geschafft. Der Koffer hatte 120 Kilo, oder? 120 Kilo. Unter 20 Kilo. So. Also wir haben es geschafft. Ich habe noch ein paar Sachen rausgenommen, die ich jetzt wirklich nicht gebraucht hätte. Einfach nur so als Sicherheit mitgenommen. Ja, wenn der Koffer zu schwer ist, kommst du dann drauf. Dinge, die du eigentlich gar nicht brauchst. Genau. Also, dann gehe ich nicht schlecht. Weil ich finde, diese Limitierung ist gut. Aber stell dir mal vor, man könnte so viel nehmen, wie man wollte. Oh mein Gott, dann würden wir so eskalieren getan. Ich hätte sie auf 15 Kilo machen. Ja, auf jeden Fall sind wir schon auf dem Weg zum Flughafen. Die 3 Kleinen haben wir dabei. 2 Großen, von denen habe ich mich schon zu Hause verabschiedet. Und yay! Schönes Wetter. Ich hoffe, in Italien ist auch schönes Wetter. Die schon dort sind, haben ein paar Videos geschickt. Dort ist Regen. Regen? Ja, deswegen schauen wir. Vielleicht, wenn die dann kommen. Abend. Bringt dir Sonne. Bringt dir Sonne, ja. Ich bin hier schon den Mädels zusammen mit meinem Sponsi Marina. Marina, hallo. Und mit der Vicky. Darf ich Vicky sagen? Wie du das sagen möchtest. Vicky, Victoria, das ist unsere Vicky. Ja, sie heißt auf Social Media anders wie sie. Ja, einfach long story. Und ja, wir haben jetzt was gegessen und jetzt gehen wir schon zu unserem Gate. Wir haben ein bisschen Verspätung. Also nicht wir, sondern unser Flieger. Deswegen sind wir mal gespannt. Hier sind echt viele Leute, oder? Yes. Wenn wir da jetzt anstehen müssen, dann kommt sie. Okay, das ist nicht unserer, ist Vilnius. Wir stehen jetzt vor dem Flieger mit der ganzen Jogan-Mannschaft hier. Alle mal schön ausschauen. Wir haben hier die größte Gaudi. Also wir haben schon Verspätung, also eine halbe Stunde. Unser Flieger, Lauda. Ja, wir sind auf jeden Fall die Letzten, die Boarding gemacht haben. Denn ihr kennt das, wenn Boarding aufgerufen wird, alle stehen schon auf und das wollten wir nicht. Ja, wir haben auf jeden Fall mega Spaß, auch wenn wir Verspätung haben. Aber who cares? Und ja, bis in Italien! Leute, guckt euch das an, wie schön der Hafen von Trani. Und wir sind alle um die Hotels hier rundherum direkt platziert. Genau weiß ich nicht, wo. Weißt du, wo wir genau sind? Dort oder da? Keine Ahnung. Wo ist euer Hotel? Hier sind wir alle verteilt. Ach, hier, auf dieser Seite. Ah, okay. So schön. Ah, so beautiful. So, ihr Lieben, ich werde jetzt diese Frau mir ein Geschenk haben. Keine Ahnung, was es ist. Und sie redet seit Wochen darüber. Und ab jetzt kommt dann Musik endlich. Ja, genau. Musik an.
haben uns jetzt ein bisschen fresh gemacht nach dieser süßen Geschenkübergabe. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall zu den anderen. Ich habe, sag ich mal, sieht man da irgendwas? Nicht ganz. Ich habe mir die Tasche geholt, die kleine, aber Rest bleibe ich gleich. Sneaker und let's go. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder back. Wir waren ja was essen und jetzt sind wir wieder zurück im Zimmer. Wir haben uns jetzt eingerichtet, wir haben jetzt ausgepackt. Wir haben uns abgesprochen früher, also wer es mitnimmt, damit wir nicht alles doppelt mitnehmen. Schuhe haben wir alle hier quartiert, Klamotten haben wir aufgegeben. Wir haben insgesamt 4 kleine Bügel, aber wir haben es gut gemanagt. Hier ist Taschenplatz, wie ihr seht, haben wir dieselbe Tasche. Und ja, ich gehe jetzt noch schnell duschen. Sie macht es hier uns gemütlich. Und? Romeo ist nicht da. Ja, das war auf jeden Fall unser Tag Nummer 1 in Bella Italia. Peace out, meine Lieben. Wir sehen uns morgen. Und dann nehme ich euch mit, wenn wir in das Chogan-Lager bzw. Werk gehen. Da bin ich immer sehr hyped und gespannt. Und ich schau mal, ich hoffe, ich darf ein bisschen mitfilmen. Mal schauen. Wir werden es sehen. Unser Morgen startet mit steilen Treppen. Holy crap. Auf bin ich gekommen, aber wie komme ich dann wieder runter? Schau dir das an. Good morning, peoples. Bisschen dunkel, ne? Schon schön hier. Oh, das Meer. Schaut mal, das Meer und Palmen. Aber schon schöne, große Palmen, was hier gibt, gell? Bitte, wie schön ist unser Frühstück. Schaut euch an. Alle machen jetzt Videoaufnahmen. Hier ist noch die Ayla, die das von Weitem fotografiert, oder? Weiß ja nicht. I catch. Es ist etwas windy. Was machst du? Ich probiere auch zu Instaflame. Einer macht noch die Gabeln. So. Warum sagt das jemand? Weil es extrem ja, weil ich mache, ja, weil ich gebe mir Mühe. Alle Leute machen so Klick in Story. Ich mache mir echt Mühe. Ich schaue Perspektive. Ja, für mich wäre es einfach gut, wenn Diana, du mich markierst. Das kostet nichts. Live-Coaching bei Ayla, Social Media, Posting, Clips. Markiere mich einfach, dann kann ich posten. Wir haben jetzt eine High-Glam-Klassenparty hinter uns. Alle heißen Girls hier. Und jetzt sind wir schon da, oder? Wir sind jetzt nach Valletta gefahren mit dem Bus und sind im Chogan Headquarter. Ciao! Die sehen uns schon vom Fenster aus, denken sich, oh no, die lauten Chicks sind jetzt da, Alter. Wo ist der jetzt? Ich habe kein Problem. Ich sterbe. Oh mein Gott, schaut euch das an. Schaut mal bitte, wie nice das ausschaut. Ja, Shower Gel, schau überall Daily Cleansing Shampoo, Face Scrub Gel, Tanning Oil, schau, das ist das neue Sonnenöl. Alles im selben Design, richtig, richtig cool. Wir haben nämlich jetzt ein Unpackaging bekommen, auch von dem Düften, schau dir das an. Oh, nice. Sind übrigens alle Girls. Ich zeige euch, wir sind hier am Meer. Mega, mega schön. Also richtiges Urlaubsfeeling. Also Steg und dann so, oh mein Gott. Wir werden dann sicher noch zum Strand runtergehen, weil es ist einfach wunderschön. Und jetzt ist auch wirklich die Sonne da und es ist so, so schön. Fühlt sich wirklich cool an. Ja, jetzt sind wir gestärkt. Jetzt schauen wir mal, was wir heute noch machen. Wir werden auf jeden Fall am Abend daher gehen, mit Live-Musik den Abend genießen. Sehr, sehr schön. Also ich fühle mich sehr
sehr wohl hier mit den tollen Mädels und hier durchgeführt zu werden, alles sich anzuschauen. Es ist schon eine sehr besondere Ehre und ich freue mich, dass ich dieses Jahr dabei sein kann und nächstes Jahr bin ich bestimmt nochmal da mit Leuten aus meinem Team. Denn diese Reise heißt Sapphire Experience, bedeutet alle, die den Rank Sapphire erreicht haben und bestätigt haben, also nochmal doppelt quasi, dürfen sie dann herkommen. Ich werde mich mal wieder reinsetzen. Immer am Arbeiten. Let's go! Von nichts kommt ja bekanntlich. Nix. Aber von hier aus arbeiten ist schon ein Vibe. Fancy schmancy. Von hier aus arbeiten ist schon anders als vom Büro. Was ich vorher gemacht habe. Wir haben uns jetzt noch Dessert geholt. Jetzt ist der Sandro weg und wir führen uns alle auf. Also nicht meiner. Wir haben uns noch Cappuccino bestellt. Jeder hat sich noch ein Dessert geholt. Alle influenced, alle mit ihren Schokokuchen. So, Live-Test. Ja, genau. Oh mein Gott. Wie schmeckt? Ein Gedicht. Ein Gedicht. Nein, ich schwöre. Wenn Sie mich bezahlen, dann. Das hat jetzt wirklich so. Nein, ich schwöre. Bitte. Nur ein Löffel. Ich probiere auch schon. In 3 Sekunden heißt es.